Es gibt ja Zufälle im Leben, die gibt es gar nicht, das glaubt man gar nicht. Mit dem letzten Herbst, also glaube ich September, Oktober, haben wir unsere Autoren beauftragt, haben also den Auftrag gegeben, ein Dossier zu machen zum Thema Empathie. Uns hat interessiert, wie lernen Kinder Gefühle zu lesen und Gefühle nachzuvollziehen? Ist Empathie angeboren oder anerzogen? Das Thema hat uns interessiert. Das haben wir die Autoren beauftragt. Und jetzt im Mai sind wir ein bisschen stolz, gerade in diesen besonderen Zeiten, dass Dossier Empathie können unseren Leserinnen und Lesern jetzt präsentieren will. Gerade in diesen besonderen Zeiten ist Empathie ein enormes wichtiges Thema. Und gerade für Eltern, die merken, ihre Kinder sind zum Teil schlecht drauf, sind gereizt, sind dünnhütig, können das Kind verstehen, wo vielleicht darunter leidet, dass es eben den normalen Alltag nicht mehr hat, Freunde nicht sieht. Und dort sind Eltern besonders gefordert, Kinder zu verstehen und vielleicht ein bisschen nachsichtig zu sein.